So dienst du also dem Herrn? Du dreckige, faule Sau! Die junge Frau, hier Emma Watson in dem Film Colonia Dignidad, wird hart bestraft, weil sie angeblich nicht genug mit anpackt. Solche Szenen kennt Gudrun Müller nur zu gut. Die Schläge zum Beispiel, für jede Kleinigkeit. Hat man eine Tasse runtergeschmissen, wurde man bestraft. Hat man einen Teller oder sonst was gemacht oder irgendwie gelogen, vielleicht auch nur aus Notlüge. Das wurde alles bestraft. Wie war sie in dieses menschenverachtende System geraten? Alles fing ganz harmlos an. Der Laienprediger und evangelische Jugendpfleger Paul Schäfer war in den 50er Jahren in Deutschland und Österreich unterwegs, um Gleichgesinnte um sich zu scharen. In Graz, wo Gudrun Müller damals mit ihrer Familie lebte, kam sie mit dieser Gemeinschaft in Berührung. Es war schön, es war viel Jugend, es wurde musiziert, es wurden Dummheiten gemacht, Spiele und Laienspiele und im Wald getobt und sowas alles. Das als 14-jähriges Mädel, wie ich damals war, war das schön. 1961, als Schäfer in Deutschland wegen sexuellem Missbrauch an minderjährigen Jungen angeklagt war, zog er sich nach Chile zurück und baute dort eine Sekte nach seinen ganz eigenen Vorstellungen auf. Nach außen war es eine deutsche Mustereinrichtung, eine heile Welt voll guter Christen. Für mich war das, wir wollten ein urchristliches Leben führen und armen Menschen helfen, der Bevölkerung, der chilenischen. Ja, und das wollte ich auch. Deshalb bin ich rübergeflogen. Colonia Dignidad, Kolonie der Würde. Was das in Wahrheit bedeutete, wurde Gudrun Müller dann nur allzu schnell bewusst. Eigentlich war es ein hermetisch von der Außenwelt abgeschirmtes Lager hinter Stacheldraht. Die 300 Mitglieder wurden streng getrennt nach Geschlecht und Alter. Es war ja sowieso Verbot, mit jemand anders zu sprechen. Jeder musste alleine sein und jeder musste seine Gedanken und alles, was ihn bewegt hat, ihm sagen, dem Schäfer. Eine Art grausamer Übervater. Berüchtigt war der Psychoterror, der von Schäfer ausging. Du willst also heiraten, ja? Sind die Dämonen in ihr, die so stinken? Die wir austreiben müssen. Wie im Film hat auch Gudrun Müller diese Einschüchterungen erlebt. Offiziell durfte sie nur unter Frauen sein. Trotzdem traf sie heimlich den Mann, den sie liebte. Jedes Mal ein hohes Risiko. Wir haben uns im Käsekeller getroffen, als ich dann in der Käserei war. Und da wurden wir auch erwischt. Und da war es auch Wahnsinn, was wir für Schläge gekriegt haben dafür, dass wir uns wieder mal getroffen haben. Ansonsten bestand ihr Leben aus Schuften, oft mehr als 12 Stunden am Tag, etwa in der Wäscherei. Als sie es irgendwann nicht mehr aushielt, bat sie, aus der Kolonie entlassen zu werden. Ein großer Fehler. Wer kam? Herr Schnellenkamp, ein Mann von großer Statur und als Schläger bekannt, kam mit so einem Stock, so der Durchmesser ungefähr, und ohne zu fragen, warum soll ich dich verdreschen? Er hat einfach auf mir rauf rumgedroschen, schlimmer wie ein Vieh. Ich blieb auf der Erde liegen, sagte, steh auf. War nicht möglich, hab's versucht, ich konnte nicht mehr aufstehen, hat er weiter gedroschen. Erst 2005 endete das Martyrium. Sektengründer Paul Schäfer wurde von einem chilenischen Gericht verurteilt, wegen sexuellen Missbrauchs an Dutzenden von Kindern. Von dieser weiteren dunklen Seite Schäfers ahnte Gudrun Müller nichts. Doch endlich konnte sie die Schreckensherrschaft verlassen und heiratete noch in Chile ihren geliebten Wolfgang. Seit 10 Jahren lebt sie nun in Bocholt. Ihr Mann starb im vergangenen Jahr.